glaube, der Angriff auf die Ukraine hat uns alle total geschockt. Viele Menschen sind auf der Flucht in die europäischen Nachbarländer. Und vielleicht fragt ihr euch ja auch, wie ihr diesen Menschen helfen könnt. Ich habe mich deshalb auf den Weg gemacht zur polnisch-ukrainischen Grenze, um mir die Situation vor Ort anzuschauen. Aber auch, um zu sehen, welche Hilfsprojekte es dort gibt, die wir auch aus Deutschland unterstützen können. Seit knapp einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine. Mindestens 874.000 Menschen sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk bereits geflohen. Die EU-Kommission rechnet mit bis zu 7 Millionen fliehenden Menschen. Bevor wir überhaupt die Grenze erreichen, gibt es ein unerwartetes Problem. Jetzt stehen wir schon eine halbe Stunde in der Schlange vor der Tankstelle und jetzt ist hier, glaube ich, das Benzin aus. Also der Tankstelle geht gerade das Benzin aus. Sieht schlecht aus. Knapp 15 Kilometer weiter, der nächste Anlauf. Da ist die nächste Tanke. Tankstellenversuch 2. Aber auch hier ist der Sprit fast ausverkauft. Nur noch eine Zapfsäule ist in Betrieb. Dann versuche ich mal mein Glück. Benzin läuft. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass das jetzt hier 20 Kilometer, 30 Kilometer von der Grenze schon so schwierig ist. Ich habe mit dem Tankwart gesprochen, der meinte, so einen richtigen rationalen Grund gibt es eigentlich nicht. Dafür, dass jetzt alle Leute die Tankstellen leer tanken, er meint, das ist nur Panik. Also Versorgungsprobleme, meint er, gibt es eigentlich im Moment nicht. Die meisten Menschen auf der Flucht versuchen, sich über die polnische Grenze in Sicherheit zu bringen. In Soschin befindet sich einer der kleineren Grenzübergänge. Aber auch hier sollen jeden Tag tausende Flüchtende ankommen. Was mich gleich erwarten wird, ich weiß es nicht. Die Stimmung bei uns im Auto ist angespannt. Also mit jedem Kilometer Richtung ukrainischer Grenze werden es weniger Menschen und Autos auf der Straße. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber es ist irgendwie unheimlich. Und plötzlich sind wir da, hunderte Autos am Straßenrand. Ja, hier sind wir an der Grenze. Hier geradeaus geht's rüber in die Ukraine. Polizeikontrollen. Wir wollen natürlich jetzt nicht rüberfahren. Hello. Panowie, po kogoś? German or English? English. You stay in Poland. Waiting for Ukrainians. Yeah, right. No, to go to left. Left side. Parking. Okay. Thank you. Gar nicht so einfach, hier überhaupt noch eine Parklücke zu finden. Alles voll und das in einer eigentlich total ländlichen, dünn besiedelten Umgebung. Dann mal raus. Also ich finde es jetzt einfach gerade nur irgendwie ein wahnsinnig heftiges Gefühl, an der Grenze zu stehen und zu wissen, auf der anderen Seite ist Krieg. Das ist. Und dann fehlen auch mir die Worte. Ich habe das Gefühl, die Atmosphäre hier ist einigermaßen ruhig, aber dennoch, auf mich wirkt alles total surreal. Ich versuche mich erstmal zu orientieren. Also so wie ich den Polizisten verstanden habe, sind die Leute, die jetzt hier alle parken und warten, Menschen, die auf Menschen aus der Ukraine warten. Excuse me? Yes. I was wondering, the people here, who are parking here, are they waiting for people from Ukraine coming over the border? Yes. Yeah? Yeah. We are basically waiting for
family of our employee, we're a Czech company. We're waiting for the wife and kids of one of our colleagues. How long are you waiting here? I think right now, not really long, for 2 hours or something. 2 hours? The Polish guard officers and police people, they don't know, they never met such situation. Mm-hmm. So it's very, sometimes very emotional things, you know, mm-hmm. seeing the people, you know. Like family members, you know, meeting on the border. Yeah, it's very, very, very strong. Spät am Abend ist es für uns unmöglich, sich hier einen Überblick zu verschaffen. Deshalb beschließen wir, in den nächsten Tagen wiederzukommen. Ich bin jetzt hier bei der Caritas in Lublin mit einer Ansprechpartnerin verabredet, die Hilfsprojekte für die geflüchteten Menschen organisiert. Ich weiß, dass wir gleich irgendwo 30 Kilometer hinfahren. Was das genau für ein Projekt ist, weiß ich noch nicht, aber das schauen wir uns an. Hi. Hi. Hi, Sebastian. Aschka. Carol. Hi. So, where are we going? We are going to our refugee center in Pirlei. We have there 50 people from Ukraine who are running from the war at the Ukraine. So we're going to meet them. We're going to see what's going on with them here in Poland now. Unser Ziel liegt auf dem Land, direkt an einem idyllischen See. Eigentlich fahren wir nämlich zu einer Ferienanlage, die in den letzten Tagen schnell zur Notunterkunft umfunktioniert wurde. Can I help you? Yeah, of course. All right. Also das ist jetzt hier ein Haufen Babynahrung. Hello. Just here? Yeah, just here. There is a lot of children. Mm-hmm. Mainly mother and the children. Here there is going to be a place for children. Mm-hmm. Some kind of room of fun. Yeah, all right. But they are preparing this. Mm-hmm. Firefighters are helping us with this. So they are here for 24 hours per 7. And mm-hmm. they are volunteers. There is a place where they are sorting out the gifts from the people. Ah, okay. So they are looking what the people bring for us and just sorting out and giving them to the refugees. So right now you have to fight, you have to react for this situation, and we are trying our best, but we are learning how to provide a help for this Ukrainian people. Für die Kleinsten gibt es bereits viele gespendete Spielsachen. Ein wenig Normalität. Denn die Mütter und ihre Kinder mussten so gut wie alles zurücklassen. Und sie sind alleine hier. Denn Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine derzeit nicht verlassen. The language is a problem for you? The language is some kind of problem, mm-hmm. but we are working out this by the body language. Yeah? Mm-hmm. The language is everybody's the same. Ich würde gerne selbst mit den Frauen im Speisesaal sprechen. Doch im Moment möchte hier niemand Interviews geben. Vollkommen verständlich, nach dem, was diese Menschen gerade erleben. It's gonna be a really big, a lot of people. Yeah. To food them, to just care for them. So maybe in another day we will need a food and clothes. Clothes, yeah. Food. Yeah. And I think you need money, right? Yeah, money are the most important, because money are giving us a chance to help these people who stay at the Ukraine, mm-hmm. who couldn't be here. Ein Teil der Spenden geht also direkt in die Ukraine. Ein anderer Teil landet hier, auch in dieser Unterkunft, die übrigens gerade renoviert wurde. Brand new. Yeah. Freiwillige HelferInnen haben in den letzten Tagen mit angepackt, damit alles noch schneller fertig wird. Ja, ist halt alles total improvisiert hier. Ich meine, die haben erst vor ein paar Tagen angefangen, überhaupt Unterkünfte zu schaffen. Und man merkt auch, dass sie selbst noch nicht so genau wissen, wie das alles ablaufen soll. Sie sagen ja auch, naja, sie müssen sich da jetzt erstmal so ein bisschen reinfuchsen, weil das ist eine ganz neue Situation für alle. Ich will von Joanna wissen, wie es war, als die ersten Geflüchteten hier angekommen sind.
they were thinking that they're gonna bring them here and just poof, 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 and end. Oh, really? Yeah, so they were scared, so they have to show them the photos from the inside, and then just they decided to leave the bus because they didn't want to leave the bus. They were scared. That's a safe place. Yeah, and, Don't worry. Mm. We were trying to help you, not to hurt you. Eigentlich kümmert sich Joanna bei der Caritas um obdachlose Menschen. Seit ein paar Tagen ist in ihrem Job und ihrem Leben alles ganz anders. Ausnahmezustand. How do you feel about this war in actually your neighborhood, not far away? I don't know how I feel. I think I'm focusing on my job. I'm focusing about helping people, and I'm trying not to think about the war because it's a weird feeling. What do you know about the situation of the people living here right now, the Ukrainian people? The situations are different. Every situation is different. We are trying to make as much as we can to provide them comfort, to provide them feel safe, and the children are assimilating because they are for now they are laughing and they are it's a lot of fun for them. Yeah. So the children are okay, but the mothers. This is the different story because some of them lost their husband already, and we know that that the two of the women's woman here, they lost their husband because they were fighting, and they are dead now. So it's terrible. They experienced it very, very hard time. So we have to be with them. We have to do everything we can to help them because. They didn't deserve the war. They deserve the peace and the normal life. And we will do as much as we can to make this for them. Und genau solche Unterkünfte werden jetzt ganz schnell für Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen gebraucht. Aber allein mit einem Schlafplatz ist es natürlich nicht getan. Ja, es ist schon krass, wenn man in so einer Unterkunft ist. Die Frauen wissen zum Teil nicht, ja, ich traue mich das ja kaum auszusprechen, aber so ist es ja. Die wissen ja zum Teil nicht, ob sie ihre Männer nochmal wiedersehen, wenn die jetzt wirklich in den Einsatz müssen. Aktuell leben hier zwei Frauen, deren Männer jetzt schon im Krieg gefallen sind. Ich meine, wie lange dauert dieser Krieg? Ein paar Tage. Hier wohnen schon zwei. Die sind jetzt Witwen. Auf der Rückfahrt sagt keiner ein Wort. Und so endet dieser Tag. Ich bin jetzt noch mal auf dem Weg zum Grenzübergang, um zu schauen, wie sich die Situation dort entwickelt hat. Und vielleicht komme ich da ja auch noch mal mit flüchtenden Menschen ins Gespräch. Und wieder. Überall Autos am Straßenrand. Und hier parken die ganzen Wartenden. Da stellen wir uns jetzt mal auch hin. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal hier, aber es ist trotzdem wieder ein ganz komisches Gefühl, direkt an der Grenze zu stehen und zu wissen, dass da drüben ein Kriegsgebiet beginnt. Viele Privatpersonen und Hilfsorganisationen sind tagsüber hier, um die Menschen auf der Flucht mit dem Nötigsten zu versorgen. Wie warme Kleidung, Decken, Hygieneartikel, Babynahrung. Alles, was man eben unbedingt sofort braucht. Wir stehen hier auf der polnischen Seite unmittelbar vor dem Grenzstreifen. Durch den Zaun sehen wir Menschen, die auf ihre Einreise warten. Sie haben die ukrainische Grenzabfertigung schon hinter sich. Trotzdem geht es nur langsam. Irgendwie bewegt sich da nichts. Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon öfter gehört, dass es zum Teil auf der ukrainischen Seite zu ultralangen Warteschlangen kommt, dass Leute 10, 15 Stunden warten müssen und natürlich auch nicht unbedingt alle durchgelassen werden. Wenn ich da so rüberschaue und es bewegt sich nichts und mir vorstelle, du stehst da stundenlang und weißt gar nicht vielleicht, ob und wann du rauskommst, das ist krass. Dann spricht uns jemand auf Deutsch an.
Pavel aus Norddeutschland. Auch er wartet schon mehrere Tage auf die Familie seines ukrainischen Freundes Alex. Und ihr, wo kommt ihr her? Also ich komme aus Nordheim. Okay. Aus Bremerhaven. Mhm. Niedersachsen ist das. Und warum seid ihr hier? Wir sind hier, um seine Frau abzuholen. Ah. Die ist gerade auf der anderen Seite. Und wie gesagt, wir waren schon auf der anderen Grenze, die haben die nicht durchgelassen. Und jetzt ist sie hergekommen, mit der Hoffnung, dass sie rüberkommt. Aber sie ist noch nicht. Sie ist jetzt direkt an der Ukraine. Sie steht in der Schlange. Your wife? Ja. Wir sind seit Freitag schon hier und versuchen, die da rauszuholen. Okay, also heute ist Montag und seit Freitag versucht ihr das schon. Ja. Nicht hier an der Grenze. Wir waren nämlich in anderen Grenzbereichen. Unten bei Lviv da, das ist Medic-Grenze. Mhm. Da waren wir und ja, wir warten jetzt. Also es sieht so aus, dass sie gleich rüberkommt. Wir wollen Pavel später nochmal treffen. Bis dahin versuche ich, mit Menschen aus der Ukraine ins Gespräch zu kommen. Wie es jetzt weitergeht, wissen nur die wenigsten. So auch diese junge Mutter. How long did you wait to come here? Two days. Two days. And how's the situation there? Sky. Go to Bombenübergabe. In a little girl. So you have two. You have two girls. Девчатка, stop. How could we help you with? So what do you need? We have one bed of clothes, our toys. Toys. Mm-hmm. Okay, so toys for the children. Yes. Yeah. And candy. Dann treffe ich einen Geflüchteten, der ursprünglich aus Pakistan stammt. Seit 12 Jahren lebt er mit der Familie in der Ukraine, hatte sich dort eine Schneiderei aufgebaut. You left all that behind, so your business, your home. My business, my home, my property, my car, everything. In one night, we will sleep on 5 of the morning. We change our life. Three nights, my baby 1.5 years. Do you know right now where to go with your wife? My wife in Warsaw now waiting for me in bus station. This man arranged for me car. Mm-hmm. After 10 minutes he will come car and I will go with him. Mit Privatautos und Bussen bringen Freiwillige die Flüchtenden in größere Städte und Notunterkünfte. Die Hilfsbereitschaft finde ich wirklich beeindruckend. Das geht nicht nur mir so, sondern auch Alex aus Nürnberg, der schon seit 24 Stunden auf Bekannte wartet. Was wird denn am dringendsten gebraucht an Hilfe hier? Also Hilfe wird benötigt, also die Klamotte, was die Leute bringen. Mhm. Also klar, was zum Essen, heißer Getränken, kalter Getränken. Die Klamotten, damit die Leute nicht frieren. Und natürlich wird hier auch organisiert, dass die Leute werden abtransportieren und dann werden sie weiterverteilt, wo, wie, was, wie das alles weiterläuft. Direkt am Grenzzaun entdecken wir Pavel wieder. Mittlerweile hat er einen kleinen Jungen auf dem Arm. Ich glaube, wir haben die Familienzusammenführung verpasst. Aber es ist ja schön, dass es viel schneller ging, als wir dachten. Ja, es ging Pampers und alles, weißt du, alles besorgen. Also die holen sich jetzt erstmal natürlich Sachen, ja. Ich passe es mal auf den Kleinen auf. Ja, klar. Nach 3 Tagen muss er, ne? Nach 3 Tagen. Ja, die decken sich jetzt ein mit allem, was sie so brauchen für die nächsten Tage. Ist ja auch klar, ich meine, die Leute kommen hier rüber, haben oft nur einen Koffer dabei, haben jetzt auch schon einige erzählt, also fast nichts. Und dann fehlt es natürlich an ja, sowas wie Windeln, Babynahrung, überhaupt so diese grundsätzlichen Dinge. Na gut, wenn du so überlegst, die Leute haben da alles, Häuser, Wohnungen etc. Aber wir können nicht alles mitnehmen. Ne? Wir haben den Leuten erzählt, so, die sind quasi nachts aufgebrochen. Und mit fast nichts. Die haben auch eine Wohnung, ist komplett ausgerüstet, alles da. Nur die können nichts mitnehmen, weil wie? Keine Möglichkeit. Aber das ist wirklich die Familie, ne? Mhm. Hey, Dicker.
ja, die Familie hat es jetzt sozusagen erstmal geschafft. Ich meine, es geht ja eigentlich jetzt erst richtig los, aber immerhin sind sie in Sicherheit, sind auf polnischer Seite, fahren jetzt nach Deutschland. Und trotzdem, ich meine, die wissen auch nicht, wie es ab jetzt weitergeht, ne? Die Leute hier vor Ort können natürlich eine Menge machen für die flüchtenden Menschen und das tun sie auch. Aber auch wir in Deutschland können helfen, ganz simpel mit Geld und Sachspenden. Die werden hier dringend gebraucht für die verschiedenen Hilfsprojekte. Ich finde aber auch ganz wichtig, dass wir uns solidarisch zeigen und auch in den nächsten Tagen und Wochen die Menschen aus der Ukraine nicht vergessen. Wer sich von euch tagesaktuell über die Entwicklungen in der Ukraine informieren möchte, schaut vielleicht mal bei der NewsWG auf Instagram vorbei. Und wer wissen möchte, warum es diesen Krieg in der Ukraine überhaupt gibt, guckt sich das Video von Mr. Wissen to Go an.